Haus präsentiert. Haus. In Kooperation mit Panic. Panik. Mit Unterstützung von Victoria State Government. Und das andere konnte ich nicht lesen, weil es zu schnell weg war. Untitled Goose Game von Haus. Nein, ich spiele mit einem Xbox-Pad. Nicht mit einer Xbox. Ich spiele mit dem Pad. Ich hoffe, das Musikdingens ist nicht zu laut. Ansonsten, ja, warum? Weil das PS4-Pad nicht richtig funktioniert. Aber ich glaube, es ist ein bisschen zu laut, oder? Nein, das hat ja nichts mit dem Emulator zu tun. Das Spiel ist auf dem PC. Spiel ich aus dem PC. So, egal. Ich starte jetzt einfach mal das Spiel. Ich habe keine Ahnung. Sichern. 01 leer. Na sicher. So, dein Fortschritt wird automatisch gespeichert. Wird geladen. Nee, ich will dich nicht verstehen. Ich kann dich nicht verstehen. So, X muss ich drücken. Knack. Knack, knack. Oh. Wupp, 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 wupp. Hi. Zu rennen, A halten. Das ist A hier. Okay. Was, da liegen Glocken. Warum liegen da Glocken? Komm ich da hin? Nö. Honk, honk. So, wir rennen einfach mal. Nee, 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 nee. Das ist bestimmt witzig. Ich habe keine Ahnung. Zum Neigen, Left Trigger. Das sind die hier, ne? Ich muss erst mal gucken, weil ich kenne mich mit dem Pad nicht aus. Wie gesagt. Oh, ein Schuh. Schnabel benutzen. Ups. Ich habe einen Schuh. Mein Schuh. Kann ich den hier... probier's mal. So. Kann ich jetzt auch mit dem rennen? Oh, das ist schwierig, aber es geht. Oh, nein. Hier geblieben. Komm her, Schuh. Haha. Kann man den werfen? Nö. Kamera. Schade, ich kann ihn nicht werfen. Ich kann ihn einfach nur nehmen und... Na gut, dann nicht. Honk mal mit Schuh. Macht jetzt keinen Unterschied, oder? Doch, ist lauter. Also, ohne Schuh ist lauter. So, komm, ich nehme den jetzt mit. Komm hier. Gib Schuh. Gib den Schuh. So, okay. Bup, 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 bup. Das ist total lustig. So, hier hinten liegt ein Rad. Ich lasse den jetzt einfach mal hier. Da kann ich nicht... Okay, den lasse ich da... Ah! Okay, da ist eine Dose. Kann ich den mitnehmen? Dose, 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 Dose. Nach unten neigen, um Dinge vom Boden aufzuheben. Oh, ich habe eine Dose. Oh, yeah, ich habe eine Dose. Sammel alle Shin-Pokémon und werde Meister. Shin-Pokémon, das war ein anderes Spiel. Das war hier, South Park. Stick of Truth, beziehungsweise, ne, ihr wisst. Ein Ball! Oh, ich hab einen Ball. Ich hab einen Ball. Kann sowas, so ein Tier auch springen? Nee, ne, wahrscheinlich nicht. Egal. Ich geh mal weiter. So, hier müssen wir wahrscheinlich, das ist interessant. Okay, lass los. So, hab ich gemacht. Okay. Ah, komm her, du Tür. Ups, ich war's nicht. Das war schon locker. In der Serie waren die auch, stimmt, in der Serie waren die auch die schönen Pokémons. Flügel zu schlagen. Wup, 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 wup. Erik, ehrlich, eine ganz eigene Folge? Ja, okay. Wasser. Oh. Untitled Goose Game von Haus. Erstmal gechillt auf dem See hier rumdüdeln. Ah, schön. Kann ich hier? Nein, kann ich nicht. Okay, ich kann die klauen, oder? Komm mit. Nein, die ist fest. Okay, schade. Kann ich hier schneller schwimmen? Oh, ich kann schneller schwimmen. Cool, das geht. Wupp, wupp, wupp. Niet, niet, niet. Kann ich aber nicht. Doch, ich kann mich im Schilf verstecken. Das geht auch. So ein bisschen zumindest. Okay.
Komme ich da durch? Ja, geht. Sehr gut, sehr gut. Okay. Ah, guck mal, da sitzen welche. Wieso haben die keine Augen? Warum haben die keine Augen? Das ist ja voll gruselig. Sneaky, sneaky, nacky. Was? Nacky? Nack, nack. Oh, hier ist ein Rohr. Komm ich da durch? Es echot. Ich muss erstmal ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Viele, viele Tasten auf einmal. Kann ich irgendwas klauen? Hallo? Nö, offensichtlich nicht. Okay, ich schwimme nochmal zurück. Weil ich nicht möchte, dass wir hier irgendwas vergessen. Was ist das hier? Ist das eine... Sieht aus wie ein Ofen oder sowas. Was, glaube ich, irgendeine Säule. Ja, ja, ich habe schon reinzoomen und rauszoomen, habe ich schon kapiert. Danke, danke, danke. Gibt's hier irgendwas? Hallo? Nö. Ein Enton? Warum höre ich jetzt auf einmal einen Ton vom Discord? Ich habe ein Sandwich. Was mache ich mit dem Sandwich? Nehmt es erstmal mit. Oh, ein Rasenmäher. Rasenmäher und Sandwich. Klingt nach einer guten Kombination. Kann ich den irgendwie bedienen? Hallo, Herr Rasenmähermann? Nö. Ich nehme das Sandwich erstmal wieder mit. So. Für später. Für schlechte Zeiten nehme ich das erstmal mit. Hier ist ein Tor. Da komme ich auch nicht rein, wie es aussieht. Okay. So, hier oben war, glaube ich, auch noch eine Tür, ne? Da. Zum Anzeigen der Aufgabenlisten und der Steuerungselemente. Back drücken. Was ist ein Back? Ne. Ah, da. Geh in den Garten. Mach den Gärtner nass. Mach den Gärtner nass. Klau dem Gärtner seinen Schlüssel, bring den Gärtner dazu, seinen Sonnenhut zu tragen, wirf den Rechen in den Teich, mach ein Picknick. Bring auf die Picknickdecke Sandwich, Apfel, Kürbis, Karotte, Marmelade und Thermoskanne, Radio und Co. Okay, wir müssen eine Decke finden. Eine Decke, eine Picknickdecke. Da ist eine Picknickdecke, sehr gut. Hallo? Geh doch mal weiter. Hallo? Jetzt. Okay. Sandwich. Haben wir. So. Was war das noch? Ein Apfel, ne? Komm mit. Ich nehme einfach mal beide Sandwiches. So. Weil ich nicht weiß, wie viele Sandwiches das Spiel haben möchte. Ich weiß auch nicht, ob es durchgestrichen wird. Ich guck gleich mal. Ups. So, okay. Sandwich und Apfel sind durchgestrichen. Karotte, Marmelade, Thermoskanne, Radio und Korb. Der Korb lag doch auch hier oben, ne? Mal gucken, kann ich den mitnehmen? Korb? Hallo? Das ist ganz schön schwer. Das ist schwer, der Korb. Mir halt ganz. So. Hat geschafft. Sehr gut. Okay, weiter geht's. Jetzt haben wir schon mal einen Korb. Brauche ich noch das Deckchen hier? Will ich das? Kann ich das? Nein, kann ich gar nicht mitnehmen. Okay. War's nicht. Ich bin's nicht. Okay. Wir sollen in den Garten gehen. Oh, da ist ein Radio. Lass den Sack los. Nein! Ich möchte das Radio. Ich möchte diesen Sack nicht kaufen. Gehen das Tor auf. Oh. Das ist meins! Hopp! Gib das her! Gibst du das Radio wieder her? Will das hier? Gib das her! Friss ihn, brich ihn die Beine. Ja, mach ich. So, geh in den Garten. Oh, ich klaue eine Karotte. So, meine. Auf Wiedersehen. Hahaha. Meine Karotte. Wupp, wupp.
Karotte. Ein Kürbis. Ein Kürbis. Vor allem, wie soll denn der ganze, den ganzen Kürbis klauen? Na, gucken wir mal. Kürbis. Ich soll Wasser aufdrehen, hieß es, ne? Ah, da oben ein Kürbis. Wenn du die A-Taste loslässt, kannst du die schneller drehen. Was ist denn A? Ach so. Ah. Ah. Hirse. Das ist meiner. Gib den her. Ah, meiner! Auf Wiedersehen! Scheiße! Das ist mein Schlüssel! Geh nicht weg! Ey, Drecksack! Scheiße! Das hat nicht geklappt. Da war ich zu voreilig. So, hier. So, jetzt hol ich mir den Kürbis. Mein Kürbis. So. Der kriegt das gar nicht mit. Der kriegt das nicht mit. Mein Schlüssel. Auf Wiedersehen. Nee, ich hänge hier fest. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ich bin weg. So, ich habe einen Schlüssel. Okay, ich glaube mal. Ne, er ist weg. So. Muss ich mir merken, dass ich den hier hingelegt habe? Weil ich mache jetzt erstmal noch die anderen Schandtaten. Ich brauche den Kürbis. So, okay, dann gucke ich erstmal. Was haben wir denn noch hier? Das hier oben? Blümchen. Blümchen brauchen wir nicht. Blümchen. Oh, da ist eine Schaufel. Was? Braucht ihr nicht eine Schaufel für irgendwas? Bring den Gärtner dazu, seinen Sonnenhut zu tragen. Wirf den Rechen in den Teich. Nee. Was kann ich denn damit machen? Bring den dazu, seinen Hut zu tragen. Aber... Wie bringe ich ihn denn dazu, seinen Hut zu tragen? Soll ich ihm die Stiefel klauen? Meine Stiefel. Mach ich. Dann sag ich gerne Bescheid. Doch, das ist jetzt mein Stiefel. Der riecht ein bisschen komisch. So. Bam, 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 bam. So. Aber wie kriege ich den dazu, dass er seinen Hut trägt? Da müsste ich wahrscheinlich seine Kappe erstmal klauen, ne? Ich muss ihm die Kappe klauen. Aber wie klaue ich ihm denn die Kappe? Oh, das ist meine Marmelade. Das ist meine Marmelade. Nee. Ich klaue ihm die Gießkanne. Das ist meine. Scheiße. Ja, da guckst du, ne? Typ. Also eine Thermoskanne ist ja auch hier. Meine Marmelade. Oh Mann, der ist schneller als ich. Verdammt. Wie kann ich ihm den Hut klauen? Lass mal überlegen. Müssen wir ihn irgendwie ein Bein stellen oder so, dass er hinfällt? Das ist meine Marmelade. Und er ist so schnell, der Typ. Boah. Ciao. Da kommst du nicht weiter, ne? Doofi. Ich glaube, ich habe ihn abgehangen. Oh! Hier oben! Blödmann!
Das macht dich schon, keine Chance. Keine Angst. So, ich kann das vielleicht auch hier im Schilf verstecken. Ist er weg? Ich glaube. So, er ist weg. Oh, meine Marmelade. Hup, 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 hup. So, jetzt brauche ich nur die Thermoskanne. Hi. Kann ich ihn irgendwie aussperren eigentlich? Weiß man gar nicht, ne? Geht bestimmt auch. Oh Mann, die steuert sich manchmal ein bisschen blöd. Hahaha, ich habe ihn abgelenkt. Perfekt. Perfekt abgelenkt. Oh, oh. Ich glaube, er hat mich gerade gesehen, oder? Nee, hat er nicht. Hahaha. Perfekt. So, habe ich jetzt alles? Mal gucken. Ein Radio. Habe ich das... Moment, habe ich das Radio nicht vorhin gehabt? Ah ne, das hat er sich geholt, ne? Shit, das Radio hat er sich geholt. Mach ich hier wieder. So. Nee, ich will das... Ich will das Radio. Gib mir doch das blöde Radio. Ja, wo ist denn die Marmelade? Und nun, was soll ich denn jetzt mit der blöden Box? Fall um. Fall um. Fall doch um. Ha! Nein, 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 nein. Oh, ich hab's kaputt gemacht. Boah. Wiedersehen. Tschüss. Können ihm von hier unten wahrscheinlich die Mütze klauen. Also wenn er hier unten wartet und ich oben auf die Brücke gehe, dann könnte ich ihm die Mütze klauen. Aber ich glaube nicht, dass das geht. Müsste von einer erhöhten Position aus ihm das Mützchen klauen. Das geht, weiß ich nicht. Ach so, den Kürbis noch. Ah. Ich hole einen Kürbis. So, einen Kürbis, einen Kürbis. Da ist ein Kürbis. Kommen Sie mit. Das Schwerste von allen jetzt. Zum Schluss. Noch ist er nicht da. Uah. Das ist mein Kürbis. Mach das anders. Mein Kürbis. So. Bam. Okay, mach ein Picknick. Haben wir geschafft. So, noch richtig parken. Perfekt. Okay, also, wir müssen ihm noch dazu bringen, dass er seinen Honnensud. Seinen Honnensud trägt. So, okay, den Rechen. Wo ist denn ein Rechen? Ein Rechen, ein Rechen. Ah, da ist ein Rechen. Wie ich das mit dem Picknick angucken? Ja, ist, ne? Ist total toll. So, kann echt keiner meckern. So. Oh, das ist sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das war ein wunderschönes Picknick. Also kann echt... Hallo, nicht da festigen. So, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Oder rechnen. Damit rechnet er nicht. So. Bup, bup. Eine neue Aufgabe. Bring den Gärtner dazu, sich mit dem Hammer auf den Daumen zu schlagen. Ah, das wird lustig. Mit dem Hammer. Muss ich mal gucken. Wo nagelt der denn? Ah, da nagelt er. Keine Gänse. Gänsefleisch. Hihi.
Oh. Der Gärtner nagelt. Boah. Ja, wie kriege ich ihn jetzt aber noch dazu, dass er den blöden Hut... Kann ich die Schubkarre irgendwie... Kann ich hier irgendwas manipulieren? Manipulierenderweise? Kiste? Nein. Was könnte man machen, damit er seinen Hut... Er müsste irgendwie... Oder ich müsste irgendwie von weiter oben, aber ich komme nirgendwo hoch. Kann ja nicht springen. Du tippst mal. Ja, mach ruhig. Gib ruhig einen Tipp. Ist alles okay. Was ist hier noch Schönes? Was ist das hier? Blümchen. Viele, viele Blümchen. Er bückt sich manchmal. Ah, stimmt. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Hey! Kann man die Tür nicht zumachen? Der weiß jetzt halt, wo das ganze Zeug ist, ne? Verdammt. Der weiß, wo das ganze Zeug ist. Das ist jetzt voll blöd. Ich komm nicht ran. Ja, ich habe das ja schon abgehakt. Aber das Doofe ist halt eben, dass er jetzt die ganze Zeit wahrscheinlich nur damit beschäftigt ist, hoch und runter zu laufen, um sein Zeug wiederzuholen. Ich habe ihn ausgesperrt. Er hat ja keine Schlüssel mehr. Ja, nur? Hm. Hallo? Jetzt komme ich nicht mehr weiter. Nee, warte mal. Wir kommen da schon wieder rein. Irgendwie. Nicht fail. Ich komme da schon wieder rein. Brauche nur den Schlüssel. Ich hole den Schlüssel einfach wieder und dann macht er wieder auf. So. So. Genau. Wo hab ich denn den hingetan? Da oben. Da. So. Hahaha. Man kann doof sein. Man muss sich nur helfen müssen. Hier. Harald. Komm. Mach grad selber Randale. Hey, lass mich doch in Ruhe. Benutzt den Schnabel als Dietrich, ist auch lustig. Kann ich leider nicht. Hier wird gerade feuchtfröhlich eine Chipstüte geöffnet. Alles gut. Eine Plastiktüte, Entschuldigung. Ah, Waffeln. Eine Waffeltüte. Oh, hier kommt gerade frische Luft rein. Das ist gerade sehr, sehr toll. Da müsste sich halt echt mal bücken. Aber das Problem ist, er holt jetzt erstmal seinen ganzen Kack da wieder rein, ne? Das ist halt gerade echt doof. Wo ist er denn? Da ist er. Hi. Ah! Ich kann mich hier drin verstecken, guck mal. Oh, da guckt ja nur der Kopf raus. Oh, das ist süß. Oh. Ist voll süß. So, was hat er jetzt mit seiner Schaufel? Du hast die selber umgeschmissen, du.
Rindvieh. Physik und so, ne? Soll ich dir beim Zurückbringen helfen vielleicht? Dann sind wir schneller durch hier mit der Geschichte. Das Radio war doch kaputt. Ey. Das habe ich doch eben ins Wasser getan. Das war doch kaputt. Interessante Technik. Nein, ich will nicht den Apfel. Ich will das Marmeladenglas. So, dann helfe ich Ihnen nämlich mal. Dann sind wir schneller hier durch. So, hier, bitteschön. Da muss ich nur mal bücken, damit ich diesen blöden Sonnenhut bekomme. So, hier. Lässt es einfach fallen. Wupp. In die linke Ecke des Gartens. Was sind denn in der linken Ecke? Da ist ein Sack und eine Kiste. Ach, da kommt man. Ah, da kommt man rein und raus. Ah. So. Hahaha. Geheimgang! Komm ich da wieder rein? Tu ich. Sehr gut. So, ich muss jetzt gucken, dass er hier irgendwie sich mal bückt. Hallo. Ich guck nur. Mehr mache ich nicht. Ich guck doch nur. Die Trigger-Tasten sind ein bisschen sehr komisch. Deswegen komme ich manchmal von der Taste wieder runter. Ja, ich gehe ja schon. Entschuldigung. Ich muss mich sneaky wahrscheinlich verhalten. Geh mal hier in das Beet. Ich muss ihn mal ein bisschen beobachten, weil ich nicht weiß, was er macht. So grundsätzlich überhaupt. Ah, er guckt nach der Kiste. Und nach dem Sack. Wo bringt er die jetzt wieder hin? Ach, er bringt sie wieder dahinter. Da räumt er das wieder zurück. Und wo bringt sie die Kiste hin? Ja, die stellst du da hin. Okay, sehr schön, sehr schön. Gut, 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 gut. Hi. Geh ja schon. Ich weiß, dass du mich nicht magst. Ich bin doch nur eine Gans. Jetzt überlegt er, was er macht als nächstes. Ich will deinen Hut. Ich will deinen Hut. Uah. Ich will deinen Hut. Mann, jetzt bück dich mal, du Typ. So, sneaky Gans. Gehst du jetzt wieder? Wehe, du gehst jetzt wieder. Er weiß nicht mehr, was er machen soll. Er gießt wieder. Till. Ich will deinen Hut. Anschleichen. Und dann? Was bringt mir das, wenn ich mich anschleiche? Kann ich ihn erschrecken? Achso, Honk. Ja, aber dann macht er nur diesen. Das habe ich doch schon mehrfach gemacht, mich angeschlichen. Ich habe mich doch schon mehrfach angeschlichen. Entschuldigung. Ihr sieht mich nicht. Manu,
Irgendwie. Ich will doch nur seinen blöden Hut. Das ist gar nicht mal so einfach. Vielleicht soll ich die Gießkanne verstecken. Oder ich reiß die Blume raus. So, jetzt klaue ich ihm seinen Hut. Vielleicht klappt das so. Komm, bring das Blümchen. Bring das Blümchen. Na, das war's. Genau das ist es. Ich hab's raus. Ich muss nur noch richtig timen. Kann ich mir seinen Hut klauen. Komm. Nein! Ah, Mist. Fast. Ich hatte es fast. Ich habe auch so die Taste wieder losgelassen. Mein Hut. Oh, nein. Gib mir den Hut. Nein. Manno. Blöder Typ. Ich muss einfach querfeld einrennen. Hallo. Wozu habe ich ein Loch in der Hecke? Das stimmt, habe ich vergessen. So. Könnten Sie sich bitte beeilen? Ich möchte Ihren Hut. Den Hut tut gut. Lauf doch! Mein Hut. Freiheit für Hut. Ja. Hut Knut. Knut der Hut. Ah, jetzt holt er sich den Sonnenhut. Sehr schön. Das ist so lustig. Das ist ganz schön tricky, aber es ist auch lustig. Kann ich den Kohl auch klauen? Kohl ist zu schwer. Zu schwer, der Kohl. Das muss so ein Helmut sein oder sowas. Nein, macht man keine lustige Witze. Doch, macht man. Komm. Ja, Hutmann. Hup. Yay. Sonnenhut. Okay. Ich habe die erste Seite abgehakt. Ja. Ich habe ja da drüben noch was gesehen. Auf der anderen Seite von der Brücke. Aber ich bin einmal hier. Dann gehe ich mal nach da hinten. Hallo, Herr Hutmann. Ist das Ende des Levels? Sieht aus wie das Ende des Levels. Da will ich dann noch nicht hin. Ich gehe nochmal zurück. Da drüben saßen nämlich noch ein paar Typen. Dann gucke ich nochmal da fix hin. Da. Garten ist Level 1. Ah, okay. Wie viele Level gibt es insgesamt? Weißt du das? Hier oben war doch auch noch was. Ah, da komme ich nicht hin. Oh, da komme ich nicht hin. Manno. Bräulerbude, dann Level 100. Ja, oh, Bräulerbude. Mm. Rette deine Artgenossen. Ups. Da schwimmt der Hut. Herbert der Hut. Mal gucken, ob ich hier oben irgendwie weiterkomme. Oder ob hier einfach nur Ende ist. In dem Gelände. Hier komme ich noch rüber. Hier kann ich lang schwimmen. Das klingt wie ein Wasserfall. Nee. Oh, da oben liegt was. Da oben liegt was. Oh. Wie komme ich da hin? Tschack. Da liegt eine Glasflasche. Was ist das? Was ist denn das? Ist das eine Blume? Oder ist das ein Nuckel? Das ist ja mega. Oh, hier ist ein Schuh. Herbert Schuh.
Ich honke zu wenig, ja, Entschuldigung. Ich werde mich bemühen, mehr zu honken. Komm ich nicht hin. Was ist das hier aber? Ist das ein Nuckel? Das ist ein Nuckel! Och, das ist süß. Das ist voll süß. Das ist ein Nuckel. So, okay. Dann können wir wieder zurückschwimmen. Oh, halt! Nein! Herr Nuckel, hier geblieben. Er hat Nuckel. So, haha. Kann ich hier durch? Komme ich nicht durch, ne? Hallo? Oh nein, bleib hier. Ich drücke immer den falschen Knopf. Entschuldigung. So, aber da oben komme ich, glaube ich, nicht lang. Okay, dann haben wir den ersten Level wirklich geschafft. Oder hier? Ah nein, das ist auch von der anderen Seite zu. Schade. Na gut. So. Das war mein Nuckel. Och. In der gelben Kiste waren Möhren. Hier sind Möhren. Ich nehme die jetzt mit. Da sind Möhren drin. So. Okay. Haben wir geschafft. Oh, hier ist Wasser. Ach nee, hier ist eine Pfütze. Okay. Wo kommen wir denn jetzt hin? Da, 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 da. Ich weiß noch nicht, was ich machen soll. Gucken. Zerbrich den Besen, sperre den Jungen in der Telefonzelle ein, bring den Jungen dazu, die falsche Brille zu tragen, bring jemanden dazu, die eigenen Sachen zurückzukaufen, tritt im Fernsehen auf, geh einkaufen, lege in den Korb, Zahnbürste, Klopapier, Haarbürste, Konservendosen, Reinigungsmittel, Obst und Gemüse. Okay. Ich muss ihn in die Telefonzelle bringen. Ich muss mal gucken, wo eine Telefonzelle ist. Ist das eine Telefonzelle? Ja, das ist eine Telefonzelle, ne? Okay, dann sperre ich ihn da mal ein. Beziehungsweise versuche ihn da... Los, lauf! Du Lurch! Los, geh da rein! Los, 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 los! So, haben wir abgehakt. Haha. Hey. So. Tritt im Fernsehen auf. Wie mache ich das denn? Das ist ja mega. Hey. Zu gut. So, okay, zerbrich den Besen. Wo ist denn hier ein Besen? Ein Besen. Besen, Besen sei es gewesen. Da ist der Besen. Wie soll ich den denn zerbrechen? Wie kann man den denn bitte zerbrechen? So auf jeden Fall nicht. Kann hier. Irgendwo. Wie kann man den denn zerbrechen? Wahrscheinlich irgendwie kaputt.
kaputt machen gemeint. Aber wie? Der lässt sich auch sogar sehr schlecht manövrieren, der Besen. Macht man am besten kaputt etwas. Ja, drauftreten, draufhauen, drauf. Was weiß ich, gemeinsam. Gemeinsam. Ja, aber mit wem? Hm. Guck mal hier hinten weiter. Ich lass den mal kurz liegen. Was das hier schön ist? Wie gut. Ist das gut. Walkie-talkies. Mega. Kann ich die Garagentür hier aufmachen? Nee, ne? Damit kann man auf jeden Fall jemand ablenken. Damit kann man jemand ablenken. Ist nur die große Preisfrage, wie. Komm mit. Komm mit. Böse Tonne. Mi Hulk. Hulk ganz. Ist irgendwas Sinnvolles drin? Oh, da ist eine Zahnbürste drin. Zum Geschäft gehen ins blaue Walkie. Die sucht jetzt ihren Besen. Das ist ja das gelbe. Das blaue Walkie ist ja wo. Ah! Ist ja ganz woanders. Ich muss irgendwie. Vor allem muss die Leute dazu bringen, irgendwas zurückzukaufen. Was ist denn damit gemeint? Zerbrich den Besen. Bring den Jungen dazu, die falsche Brille zu tragen. Bring jemanden dazu, die eigenen Sachen zurückzukaufen. Geh einkaufen. Leg in den Korb. Zahnbürste. Zahnbürste, Klopapier. Zahnbürste habe ich gerade eben gesehen. Ah. Vor allem in welchem Korb? Da ist nämlich die Zahnbürste. So, in den Korb. Wahrscheinlich in den Einkaufskorb. Ja, bin keine Nudel. Vorsicht da drüben. Sag mal, ernsthaft? Ich hab gerade im Einkaufskorb gewohnt. Da. So. Okay, also, wir haben schon mal eine Zahnbürste. Gut, mit Klopapier und eine Haarbürste. Klopapier. Wo ist denn hier? Da ist Klopapier. Mitkommen. Klopapier. Das passt da nicht. Ja, jetzt. So. Das Blöde ist, ich muss den Korb wahrscheinlich erstmal irgendwo hinbringen. Ich bringe ihn erstmal weg. Dahin, wo kein Tageslicht hinscheint. Oh. Ey, sag mal, ich geh doch da rein. So, also. Wie bringe ich ihn denn dazu, dass er eine andere Brille aufsetzt? Weiß ich auch noch nicht. Ja, wie die einfach nur stehen und gucken, ne? Ist schon lustig. Oh, sag mal. So. Okay, hab ich? Hab ich.
Haarbürste. Eine Haarbürste. Wo ist denn hier eine Haarbürste? Was brauchen wir noch? Konservendosen, Reinigungsmittel. Hier ist eine Konservendose. Ja. Reinigungsmittel habe ich auch schon gesehen. Brauche ich mehrere? Nein. Okay, Obst und Gemüse. Reinigungsmittel war hier hinten irgendwo. Da oben ist eine Möhre zum Klauen. Da ist das Reinigungsmittel. Nein. Mitkommen. So, okay, da haben wir das Reinigungsmittel. So. Das ist jetzt zwar immer ein längerer Weg, den ich laufen muss, aber... Macht nichts. Hat er gemacht? Hat er gemacht. Okay. Eine Haarbürste. 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 Da oben ist die Haarbürste. Ich habe sie gerade gesehen. Aber ich nehme erstmal das Gemüse mit. Sie sucht immer noch ihren Besen. Obst und Gemüse. Ah. Und Gemüse. Okay. Haarbürste. Klaue ich mir die Haarbürste. So, die haben wir auch. Geh einkaufen. Yippie. Fertig. Okay. Jetzt muss ich ihn nur noch dazu bringen, dass er irgendwie seine Brille, eine andere Brille aufsetzt. Wo ist denn hier eine andere Brille? Da ist noch eine. Ah. Hier. Guck mal. Dude, ich habe eine Brille für dich. Ich habe eine Brille. Guck mal, für dich. Hier. Den kann ich wahrscheinlich nicht mitnehmen, den Ball, oder? Ich kann ihn nur anblöcken. Ich muss ihm irgendwie die Brille klauen, aber wie klaue ich ihm die Brille? Da müsste er sich wahrscheinlich auch wieder bücken. Aber wann bückt er sich mal? Höchstens nach dem Flugzeug, ne? Na, bückt sich nicht tief genug. Tiefer! Bücken Sie sich tiefer! Vor allen Dingen, bring jemanden dazu, was zurückzukaufen. Wie macht man das denn jetzt am blödsten? Was zurückzukaufen... Ist hier noch irgendwas Brauchbares drin in der Tonne? Nee, ne? Wie bringt mir jemand das? So. Kann ich hier irgendwas machen? In dem Brunnen? Nee, ne? Dich mal, Typ. Ich will deine Brille. Bück dich, Wunsch ist Wunsch, ja. Auf jeden Fall. Jetzt hab ich's. Jetzt hab ich's. Hahaha. Hier, 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 hier. Da. Bam. Jetzt muss ich nur noch die Leute dazu bringen, irgendwas zurückzukaufen. Was heißt das denn?
was zurückkaufen. Ich muss das Ding da oben klauen. Boah, das ist aber laut. Das ist meine. Bier. Ich lese mir das nochmal durch. Bring jemanden dazu, die eigenen Sachen zurückzugeben. Die eigenen vor allen Dingen. Ach scheiße, der Besen fehlt auch noch, richtig. Muss ich wahrscheinlich zu ihr zurückbringen, mit ihr kaputt machen, irgendwie so. Wie kriegt man den kaputt? Machen wir hier eben sauber. Vielleicht mit dem Typen hier. Hier in dem irgendwie einen Weg liegt. Oh, das ist mein Besen. Lass mich. Verdammt. Ich muss bestimmt vorne in die Borsten reinbeißen. Kampf ausfechten. Komm mit. Wo ist denn die Truller? Da hinten ist sie. Hat ihre Bürste gefunden. Ah! Bam! Mein Besen. Hahaha. Tihi. Kriege ich das jetzt? Was macht sie jetzt? Macht das Tor auf. Ah, sie macht für mich das Tor auf. Wir hatten damals auf unserem Bauernhof auch so Kampfenten, denen man nicht zu nahe kommen durfte. Vor allem Enten, die frische Junge bekommen haben. Da darfst du nicht immer einen Meter rangehen. Richtig Stress. Na, Enten, Gänse sind ganz schlimm. Also, die sind wirklich schlimm. Also, da habe ich auch die Erfahrung mit. Also, da musst du echt höllisch aufpassen. Schau mal in meine Liste. Ja, bringen jemanden dazu, die eigenen Sachen zurückzukaufen. Die eigenen Sachen. Das ist das, was mich etwas stutzig macht. Sperrt die Ladenbesitzerin in der Dings ein. Ah, in der Garage. Ha, sperr sie mal ein. Katze. Na? Mausi? Das Mausi, das ist Charlie. Das ist Charlie. Der kleine Charlie. Charlie. Das ist Charlie. Maus? Nein, ich komme hier wieder raus. Lass mich raus. Geh doch. Weg. Muss irgendwie. Ah, da dran muss ich dann ziehen. Okay. Nein, 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 lass mich doch. Geh doch da runter. Ups.
Gänse hatten wir nicht so, glaub nur mal kurzzeitig. Als ganz kleines Kind gibt es Bilder, auf denen saß und mit denen fliegen wollte. War quasi so Nils Holgersen. Okay, krass. Ja, wie gesagt, Kumpel von mir, die hatten einen Bauernhof. Und die hatten Gänse gehabt und die waren extrem gefährlich, die Biester. Also da, den durftest du nicht zu nahe kommen. Ja, aber wie kaufen ihre Sachen zurückkaufen? Uah, die ist ja wieder raus. Und die den Besen wieder ganz gemacht. Gib den. Muss ich den Müll da reinlegen oder was? Bring jemanden dazu, die eigenen Sachen zurückzukaufen. Die eigenen Sachen. Vielleicht das Flugzeug. Das Flugzeug oder den Ball. Gib das Flugzeug. Gib das Flugzeug. Drecksack. Gib mir das Flugzeug. So, hier, Frau. Gib mir das blöde Flugzeug. Ich muss nur das Flugzeug irgendwie dahin bekommen, dass die das auspreist und schon muss es selber zurückkaufen. Das wird so sein. Weil mehr Personen gibt es ja hier eh nicht. Von daher. So. Ich glaube, der Typ ist weg. Oh nein! Das ist meins. So, mal gucken. Jetzt habe ich das. Olle Flugzeug. Jetzt brauchst du nur noch ihre Preiskanone. Und dann kann sie das Ding hier auspreisen. Ich gehe ja schon. Entschuldigung. Ah, jetzt hat sie es. Jetzt hat sie das blaue Flugzeug. Und? Jetzt legt sie es hin. Jetzt muss nur noch mit der Preiskanone kommen. Aber muss das mal aufräumen. Jetzt muss das mal aufräumen und dann macht sie bestimmt das Ding. Ja, den Schirm habe ich auch runtergeschmissen. Das tut mir leid, junge Frau. Ja. Oh, mit ihrem blöden Besen. Mann. Ich muss wieder aufräumen. Das Muttchen muss aufräumen. So, hat sie. Oh. Hätte doch nicht so eine Unordnung machen dürfen. Wir kriegen das schon hin. Komm schon. Man muss ihn jetzt einfach nur noch da zurückjagen. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. So, das legt sie wieder hin. Jetzt sucht sie wieder ihre Bürste. Och, Frau. Die Bürste ist weg. Was heißt hier Schumm? Ja, und sie kriegt das jetzt nicht mit. Ah, jetzt. Okay, ich dachte, sie muss das noch auspreisen. Ich hätte gedacht, sie muss das noch auspreisen. Oder sie muss es noch auspreisen. So, kauft. Sehr gut. Okay, haben wir geschafft. Wupp, wupp. Jupp, jupp. Okay. Next.
Wir hatten doch schon eine neue Aufgabe, oder? Nein? Okay, hatten wir noch nicht. Okay, dann muss ich jetzt mal gucken, wo jetzt hier das Ende des Levels ist. Hier in der Garage nicht. Ah, hier oben ist offen. Ah, da, 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 da. Dann geht's jetzt hier weiter. Da komme ich nie lang. Halt. Hier sind wir. Geradeaus. Okay. Wupp, 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 wupp. Manchmal muss man ganz schön um die Ecke denken. Finde ich cool. Aber dank eurer Hilfe schaffe ich das. Wupp, wupp. Hier sind ein paar lose Bretter. So, hier muss dann auch eine neue Aufgabenliste geben. Jo. Bring jemand dazu, die wertvolle Vase zu zerbrechen. Hilft der Frau, die Büste... Was? Anzukleiden. Oder Brüste? Man weiß es nicht. Bring den Mann dazu, seinen Tee auszuspucken. Bring die... Was? Ach nee, binde dir eine Schleife um. Bring eine Schleife um. Bring den Mann dazu, barfuß zu gehen. Wasch die Wäsche. Mit einem BH. Ein paar Socken, ein paar Pantoffel und ein Seifenstück. Okay. Raus! Nein! Verdammt! Ich wollte doch nur den Schuh haben. Drecksack! Du magst den Tee eh nicht. Schade. Blödmann. Ah! Schubst mich nicht. Warte mal. Ich bin eine Ente von Welt. Ich habe nämlich eine Zigarre. Nee, eine, wie heißt das? Pfeife. Das ist meine. Okay, dann halt nicht. Aber räumt jetzt wahrscheinlich eh erstmal wieder auf. Ach komm, ich bring ihm seine Tasse. Dann geht's schneller. Ja, hier. Entschuldigen Sie, junge Frau. Junger Herr. Ja, jetzt interessiert dich gar nicht, dass ich die Tasse geklaut habe, oder wie? Aha, du bist ein Typ, ey. Komm ich einfach. Ich komme auch hier unten raus. Sehr gut. Aber wie bringe ich den dazu, dass er seinen Tee wieder ausspuckt? Techno ganz. Lass mich. Das ist richtig, ich habe noch nicht den ganzen Level gesehen. Ach, diese Musik. Klimper, 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 klimper. Nein, das ist mein Schuh. Ich muss raus! Oh, wieso komme ich denn mit dem blöden Schuh nicht raus? Mann! Ich komme mit diesem blöden Schuh da nicht raus! Ah, das gibt's doch nicht! Jetzt meiner. Tschüss, Harald. Mein Schuh. Hihi. Mein Schuh. Da. Den kriegst du nicht wieder. Gucken, wo er hin ist. Da ist er. Na, er räumt wieder auf. Er muss ja unbedingt seinen Cricket-Schläger aufräumen. Los, setz dich hin. Ich möchte den anderen Schuh noch haben. Ich bin nur zu Gast hier. Ich gucke hin. Versteck mich. In der Ecke.
Ah, die Tasse. Mm, die Tasse. Tja, nun. Die Tasse. Hi. Boop, 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 boop. In the house, in the house. Komme ich an den anderen Schuh ran? Gar nicht. Man muss wahrscheinlich erstmal die Seite wechseln. Hi. Wechsel mal die Seite. Lass, wechsel die Seite. Wechsel die Seite. Hallo. Komm, 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 komm. Wechsel mal das Bein. Ha, jetzt. Gib, 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 gib. Haha. So, er muss barfuß laufen. Okay, das haben wir. Bring jemand dazu, die wertvolle Vase zu zerbrechen. Hilft der Frau. Ich habe auf jeden Fall hier unten schon eine Schleife gesehen. Die hole ich mir gerade mal. Da unten war eine Schleife. Hier. War gar keine Schleife. Mist. Hier ist die wertvolle Vase. Ich gehe mal davon aus, einfach hinbringen und dann honken, wenn sie die Vase hat. Nein? Dann muss ich diese mit dem Hammer zerschlagen wahrscheinlich. Irgendwie so. Okay. War er schon mal erschrocken. So, die wertvolle Vase zerbrechen. Aber wie? Aber wie, aber wie, aber wie? Da ist auch nochmal zum Entkommen, wie es aussieht. Was haben die denn hier für Zeug? Sag mal, eine Toilette? Ey. Ich dachte, ich muss sie erschrecken oder irgendwie sowas. Nee. Hm. Ja, es wird schwieriger. Lass mich doch. Oh, warum gehen die nicht kaputt? Macht doch das blöde Vasending kaputt. Mann, oh. Gar nicht so einfach. Die Vase kaputt machen, die Vase kaputt machen. Hier kommen wir, glaube ich, durch, oder? Nee, kommen wir nicht. Die wertvolle Vase zu zerstören. Na gut, wir gucken mal, was haben wir noch für Aufgaben. Binde dir eine Schleife um. Wasch die Wäsche mit einem BH. Wo kann ich denn hier Wäsche waschen? Wäsche waschen? Wo kann ich die denn waschen? Okay. Ja. Oh, hier ist ein BH. Das ist meiner. Das ist meiner. Ah. Komm ich hier wieder raus? Ich muss an diese blöde. Komm nicht an die Schleife ran. Wie komme ich hier wieder raus? Ah, hier ist das Tor, okay. Kann ich das aufmachen? Tor, geh auf. Tor, geh auf. Geht nicht. Komme ich jetzt überhaupt zu dem Mann wieder zurück? Ah, hier ist eine Schleife. Das ist meine. Wie kann ich mir die jetzt umbinden? Binde dir eine Schleife um. Um die Ecke denken. Ich soll um die Ecke denken. Da ist auf jeden Fall die Seife. Nee, du kannst mir nicht alles verraten. Das ist richtig. Das wolltest du ja auch nicht. Ich soll mir die Schleife binden.
War nicht so einfach. Was war denn los? Es wird gelacht im Hintergrund. Ich muss mal kurz gucken, was ist da los? Was hat er denn gemacht? Oh. Er hat ein paar Spinnenweben am Kopf. Naja. Ah, ich habe eine Idee. Ich glaube, ich muss die Vase klauen und sie dann mit diesen Dingensen sie erschrecken. Wie kriege ich die jetzt dazu, dass sie es kaputt macht? Die Ecke denken vor allem. Schwierig. Blub. Ja, wasch die Wäsche. Geh doch weg. Ich komme wieder rüber. Wupp. Cat Content. Das ist die Preisfrage. Wo können wir die Wäsche waschen? Da brauchen wir Wasser dazu. Wahrscheinlich hier in der Tränke, ne? Ach, hier ist noch ein... Ah, ja, stimmt. Hier ist so ein Bad. Hier ist ein Bad. Du verrätst mir schon wieder alles. Ich weiß. Ich bin ja schon stehen. Ich wohne in einem Geisterhaus. Das sind Spinnweben? Nö, sind überall Spinnweben. Mein Gott, pff. Das juckt mich doch nicht. So, okay. Haben wir? Was brauche ich denn dafür alles? Ein paar Socken. Pump. Ja, die Katzen sind prädestiniert dafür, um Spinnweben zu finden. Von daher ist doch alles gut. Machen sie sich wenigstens ein bisschen nützlich. Aber ich muss noch den Typen dazu bringen, dass er seinen Tee nicht mag. Wie macht man das am besten? Was ist das hier eigentlich? Brille. Vielmann. Töhö. Und jetzt könnte er seinen Tee nicht mehr mögen, weil jetzt Wasser drin ist, glaube ich. Mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Wäre auf jeden Fall eine Idee. So, weg damit. Bam, Killer Guns on the run. Hup. Ja, geh doch weiter. Ich häng. Oh nein. So, okay, haben wir. Einen Pantoffel und einem Seifenstück. Guckt er nach den Socken oder was? Lass das. Töhö. Oh nein, er gibt's wieder zurück. Och nö. Ich kann hier auf jeden Fall ein Stück Seife klauen. Was ist denn das? Da ist es.
Meine. Ciao. Blub, 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 blub. Hab schon. Nein! Gib das her! Oh Mann! Der schmeißt alles wieder rüber! Geh doch mal weg! Ich versuche ihn irgendwie abzulenken. So, jetzt mein BH. Da. Gar nicht so einfach hier. Seifenstück. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein, 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 lass das doch. Wo ist die blöde Seife hin? Hä? Wo hat er die Seife hingeworfen, das Rindvieh? Ah, da. Gib hier. Nein, 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 nein. Das ist meine Seife. Gib die her. Gib die Seife her. Da. Ha, ha, ha. Ciao. Meine Seife. Wo ist denn der Opa? Oppi? Ich schmeiß gerade das Zeug rüber. Hat jetzt alles schon wieder rübergeschmissen? Du musst dich echt mal beeilen hier. Setz doch mal Prioritäten, Opa. Du kannst erst mal deine Sachen hier alle wieder zusammensammeln. Das wäre doch mal was für dich. Nein, das ist meiner. Komm, 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 komm. So, jetzt brauche ich nur noch den Socken, den zweiten. Hat sie wieder weggeklaut. Hängt der schon wieder? Wo sind der andere Socken? Socken? Hä? Wo ist der zweite Socken? Komm her, du! Hat er seinen Schuh schon wieder? Nee. Irgendwas fehlt. Ich weiß noch nicht was. Gucken. Lass mich doch in Ruhe. Beilen, 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 beilen. Kann ihn auch nicht mehr ablenken. Irgendwie großartig. Was ist hier alles? Hier sind doch zwei Paar Socken. Oder? Also ein paar Socken. Hä? Nee, ist nicht. Ach, der da. Ist ein bisschen doof. Na gut, wenn er da rumbackt, ist auch gut. Wo ist der andere Socken? Socke, 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 Socke.
Das hätten wir. Aber wo ist die andere Socke? Wo hat der Typ die Socke hingeklatscht? Hä? Ich sehe sie leider nicht. Socke. Sir Sockelot. Oppi backt da oben gerade rum, das ist sehr gut. Wo hat er die Socke hin? Liegt die hier irgendwo? Nee, hier liegt sie auch nicht. Ich sehe sie leider gerade nicht. Hm. Ah, da! So! Hahaha! So, und wenn ich ihm jetzt den BH wiedergebe, dann backt er nicht mehr hier rum. Ja, bitteschön. Wo ist jetzt seine Tasse? Da ist seine Tasse. Hm. Mit Seife vielleicht? Ist das Seifenwasser drin? Hm. Schwer. Lass doch den Pantoffel, Opa. Hm, okay. Bring jemand dazu, die wertvolle Vase zu unterbrechen. Hilf der Frau, die Büste anzukleiden. Bring dem Mann dazu, seinen Tee auszuspucken. Binde dir eine Schleife um. Bring den Mann dazu, seinen Tee auszuspucken. Hilf der Frau, die Büste anzukleiden. Welche Büste? Ach so, die Büste. Ja. Verstehe. Kann ich das hier nicht als... Nee, kann ich nicht. Binde dir eine Schleife um. Mir eine Schleife um. Wie binde ich mir denn eine Schleife um? Sprichwörtlich. Du weißt es, ich weiß es leider nicht. Ich soll mir sprichwörtlich eine Schleife umbinden. Ich achte doch auf meine Umgebung, ich guck doch überall. Ich guck doch. Was sie draus macht. Das ist ja ein Eichhörnchen. Ich habe noch keine Gans oder sowas ähnliches gesehen. Falls ihr das irgendwie meint. Ich guck nochmal. Vielleicht ist drüben eine. Meine. Hier irgendwo eine Gans. Hier ist keine Gans. Keine Ahnung, was damit gemeint ist. Du hast eine Gans gesehen? Ich habe keine Gans gesehen. Hä? Ich hatte sogar eine Schleife um. Hä? Echt? Ich guck doch überall. Bin ich doof? Doof oder blind? Blind und doof? Danke. Das weiß ich selber. Eine Gans. Das hier ist eine Ente. Glaube ich. Wo ist hier eine andere Gans? Ich sehe keine. Das ist ein Fisch? Stell mich mal daneben. Das ist aber keine. Das ist doch keine Gans, das ist eine Ente, oder? Das hier ist eine Ente. Ernsthaft? Mich einfach daneben stellen? So?
Toll. Was hat er denn jetzt? A oder B? Hey! Ah, die hat es gesehen. Gib mir diese blöde Gans. Das ist meine. Ja schon. Mann. Muss ich irgendwas machen? Ich habe das grundlegende Prinzip vom Spiel verstanden. Es ist nur nicht so einfach. Wenn man es schon mal gespielt hat, ist es immer einfacher, das zu sagen. Mimi. Bin kein Honk. Beleidigt mich nicht immer. Frechheit. So, jetzt muss ich nur noch irgendwie die Vase hier kaputt kriegen. Und den Mann dazu bringen, vor allen Dingen die Büste einzukleiden. Wie mache ich das denn? Die Büste einkleiden. Kann ich nichts machen, ne? Geht sie unter die Leiter? Nee, geht sie nicht unter die Leiter. Das ist meine. Das hin. Obi sucht seine Zeitung. Die habe ich nicht weggetan. Ich habe keine Ahnung. Manchmal ist echt sehr, sehr um die Ecke denken. Soll ich ihn mit dem Pinsel vielleicht anmalen? Huch! Nee. Es hätte sein können, dass ich ihn mit dem Pinsel anmalen soll. Einkleiden. Ich habe ja hier nicht viele Klamotten. Außer das hier. Fump. Bot? Ach so, ja, stimmt. Keine Ahnung. Kann sein, dass der Bot irgendwie eine Macke hat. Das streamt man mal nicht, ne? So, Opa. Deine Zeitung ist weg, ne? Er sucht seine Zeitung. Da ist die Zeitung. Trinkst du jetzt wieder deinen Tee? Hey.
mir meine Schleife geklaut. Mann. Hat sie weggeworfen. Hä? Es ist zu spät, glaube ich. Um die Ecke denken. Was ist das da hinten? Ich bin kein Honk. Ach, sie hat auch ihre Ente wiedergefunden. Ganz. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht soll ich das einfach das nächste Woche nochmal spielen. Trink doch mal deinen doofen Tee hier. So, der ist jetzt gefüllt, oder? Mehr. Keine Ahnung. Es tut mir leid, ich weiß es nicht. Ja. Vielleicht muss ich ihn wirklich... Aber ist nichts drin jetzt. Sie tropft ein bisschen, aber... Oh ja. Magst du die jetzt holen? Jetzt ist Wasser drin. Das bringt uns selber zurück. Das ist die große Preisfrage, ob er es trinkt oder nicht. Ich glaube ja nicht. Oder muss ich in den Teekessel was reinmachen? Und den kann ich den Teekessel nehmen? Eine Teekanne, mein Gott. So. Weiß nicht, ob das was gebracht hat. Es ist auf jeden Fall Wasser drin. Glaube ich. Ja, Entschuldigung, ich gehe ja schon. Was bringt? Das war seine Zeitung. Liegt da hin. Und? Was fehlt noch? Komm, setz dich hin und trink deinen Tee. Komm, ob es. Er liest wieder nur Zeitung. Er liest wieder nur die Zeitung. Niemand da. Ich glaube, er ist misstrauisch. Er ist einfach misstrauisch, dass ich so viele Sachen gemacht habe. Siehst du? Oder muss ich ihm die Zeitung klauen und wieder verstecken? Könnte auch sein. Jetzt legt er sie weg. Okay, trink deinen Tee. Los, trink deinen Tee. Go, 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 go for it. Was muss ich da machen? Muss ich da Dreck reinmachen oder so? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ich muss wieder um die Ecke denken. Ich kann aber nicht mehr um die Ecke denken. Ist einfach schon zu spät. Hier kann ich auch nichts klauen.
Puh. Ich weiß es nicht. Ach, ich muss ihr wahrscheinlich das Cape wieder klauen, ne? Also die Mütze. Die muss ich ihr bestimmt wieder klauen. Er sich erschrickt. Und was bringt das, wenn er sich erschrickt? Er hat sich schon mehrfach erschrocken. Das habe ich ja schon gemacht. Also er hat sich ja schon mehrfach erschrocken. Jetzt ist seine Kanne da runtergefallen. Ah, ich habe eine Idee. Ich soll ja irgendjemand dazu bringen, dass er die... Und wenn er es rüberwirft, geht sie vielleicht kaputt. So. Ja, das hat geklappt. Das hat geklappt. Wupp, wupp. Er hat doch schon getrunken, oder? Hat er nicht gerade getrunken? Wir probieren es einfach nochmal. Ich warte jetzt mal kurz, bis er trinkt. Ja, und dann probieren wir das nochmal. Aber gerade ist er noch misstrauisch, was seine Zeitungsgeschichten angeht. Ja, knack, 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 knack. Ich sitze hier nur. Ich mache nichts. Gehört zum Inventar. Bin die Techno ganz. So, okay. Komm, trink, 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 trink. Ah, das hat geklappt. Okay, dann war der Tipp doch nicht so verkehrt. Okay, und wir müssen jetzt noch die Frau dazu bringen, dass sie die Büste einkleidet. Ich meine, sie hat wahrscheinlich die gleiche Frisur wie die Büste. Also müssen wir ihr irgendwie die Mütze klauen. Aber wie klauen wir ihr die Mütze? Müsste sie sich wieder bücken. Die muss ich irgendwie mal bücken. Aber wie? Wie kann sie das denn noch dahin stellen? Hä? Na gut, ist Kunst. Einfach zusammenstellen, fertig. Okay. Ist wieder ganz. Läuft. Alles klar. Ich weiß es. Ich weiß es. Ich habe eine Idee. Komm mit, komm mit, komm mit. So. So. Jetzt warte ich mal kurz. Jetzt holt sie sich das Schleifchen. Dann erschrecke ich sie und klaue mir dann ihre Mütze, weil dann fällt sie nämlich um. Komm, 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 komm. Ach, jetzt mach doch nicht aus das blöde Gatter. Jetzt macht's aus mal das Gatter. Das ist jetzt wichtig. Fertig. Okay, jetzt bringt sie mir hoffentlich... Genau. Schleifchen.
Kann sie trotzdem nicht. Das war's nicht. Okay, schade. Hm. Ey, El Paul, vielen, vielen, vielen Dank für den Raid wieder. Vielen, vielen Dank. Das ist sehr lieb von dir. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Na, wieder Final Fantasy gespielt? Und auch herzlich willkommen an alle Zuschauer von El Paul. Ha, geh weg. Geh weg. Ja, aber wie bringe ich sie jetzt dazu, diese blöde Mütze abzutun? Vielleicht ist es auch gar nicht in Mütze. Ja, ich weiß es halt nicht. Es sah halt so aus, weil sie hat ungefähr die gleiche Kopfform. Ah, jetzt ist mir Licht aufgegangen. Vielleicht ist es nicht ihre Mütze, vielleicht ist es seine Mütze. Game ist wirklich knuffig, auf jeden Fall. So. Hier, Mütze. Komm schon. Ich honke selten. Final ist schon lange vorbei. Was spielst du denn jetzt Schönes? So. Ah, jetzt brauchen wir noch die Brille, ne? Die Brille brauchen wir noch. So. Die Pfeife kann ich mir nicht vorstellen, dass ich die Pfeife auch noch brauche. Ah, Paper Mario. Ah, okay, das ist ja so gar nicht meins. Nintendo ist so überhaupt leider gar nicht meins. Origami klingt auf jeden Fall lustig. Origami ist auch eine coole Kunstform, sag ich mal. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, ich komm nicht ran. So, jetzt bin ich weg. So. Hier, Brille. So, komm, nimm die Brille. Nimm die Brille. Nimm die Brille. Nimm die Brille. Muss ich sie noch hinlegen oder was? Meine Güte. So, jetzt hat sie die Brille. Komm, drauf damit. Na, blub. Braucht er jetzt echt noch die Pfeife? Braucht er jetzt wirklich noch die blöde Pfeife? Oh. So eine Pfeife. Komm, gib ihm die Pfeife. Ja, gute Nacht. Und danke für den Raid. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. Echt lieb von dir. So. Oh, ist geschafft. Puh, wir haben alles geschafft. Wupp, wupp. Nee. Bring jemand dazu, die Rose für den Wettbewerb abzuschneiden. Da muss ich jetzt einfach nur noch die Heckenschere klauen. Die Heckenschere. Komm nicht dran. Geh weg.
Muss ich wahrscheinlich direkt klauen. Muss ich irgendwas anderes machen? So. Ich bin nur eine Gans. Tschüss. Tschüssi. Ich komme hier nicht mehr ran jetzt hier, ne? Fuck. Wieso denn Hilfe? War alles gut. Ich muss ja nur die blöde Heckenschere klauen. Eigentlich ist das Schild weg. Hier stand doch immer das Schild. Das Schild ist weg. Ah, okay. Alles klar. So, gut. Das war jetzt nicht so schwer. Das war ein Bug. Das war gerade ein Bug. Da konnte ich nichts für. So, okay. Jetzt schneid das Ding. Lass. Schnippidi, schnuppidi, schnupp. So, okay. Haben wir geschafft. Puh, ich glaube, wir haben alle Aufgaben erledigt. Ja, wir haben alle Aufgaben erledigt. Wupp, wupp. Okay. Dann ist jetzt hier irgendwo eine Tür auf. Oder auch nicht. Bim. Die ist nicht offen. Da draußen ist eine Tür offen. Okay, dann muss ich da raus. Komm ich jetzt raus? Ah, sie macht mir auf, oder was? Sie macht mir auf. Was macht sie? Dankeschön. Wiedersehen, ich gehe dann mal. Ob du bei den Aufgaben was Neues hast? Ich habe nichts Neues. Oder? Nee, habe ich nicht. Alles durch. Alle Aufgaben durch. Ja, alles erledigt. So, jetzt komme ich ins Haus. So, mein Paket. Okay, meine Lieben. Dann würde ich sagen, kommen wir für heute zum Ende.